Das ist, wenn die jetzt irgendwie im Hochwasser über 2000 kippen. Und dann haben die quasi mit diesem Schwerschlitten. Aber der Onkel macht das dann drin, der Binde hoch und runter. Genau, hier ist eine Fernbedienung. Also ich sitze nochmal so, oder der Dürfnis, was sitzt natürlich drin. Ne? Und dann kannst du hoch und runter, links und rechts, und kannst du den Kran quasi ausfahren. Da waren sie jetzt in Bayern und haben die Leute gerettet mit sowas. Genau. Wenn nichts Neues da wäre. Ja. Wenn was Neues dann auf dem Markt ist, beziehungsweise verfügbar ist, dann nehmen wir das natürlich. Aber ansonsten ist es nicht kaputt zu kriegen. Also nicht von allein. Nicht unabsichtlich. Ja, genau. Ist in Europa. Dann ist man auf die Idee gekommen, das wäre nachts vielleicht total klasse, wenn der schwarz wäre. Dann hat man das schwarz gemacht, dann hat man Spritpumpen schon mal ausgetauscht. Wir hatten mal Druckluftbetriebene, die haben sie auch. Das ist schon schwierig. Jemals 1200 PS haben wir erreicht. Der okay, danke. Gerne. Und eine Landestrecke von minimal 625 Metern. Das werden wir gleich sehen. Schauen Sie sich das an, wie schnell dieses schwere, große Flugzeug zu stehen kommt bei der Landung. And that's that it only needs 625 meters to land and it can land on unprepared strips. It doesn't even need tarmac. A 400M capable of carrying 116 soldiers. And an organized one is a true. Das Ding ist einfach ikonisch. On behalf of the Chief of Staff of the Army, Lieutenant General Paul Vollmer, Combat and Transport Helicopters Incorporated.